Jesus im Haus eines Pharisäers. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages war Jesus bei einem gebildeten und angesehenen Lehrer des jüdischen Gesetzes zum Essen eingeladen, einem Pharisäer. Als sich die Leute so an den Tisch setzten, beobachtete Jesus, wie jeder versuchte, einen der besten Plätze zu ergattern. Er sprach die Runde darauf an, indem er eine Geschichte erzählte. Stellt euch vor, ihr seid bei einer Hochzeit eingeladen. Was glaubt ihr, ist klug, euch auf die besten Plätze zu setzen oder auf die weniger guten? Stellt euch vor, ihr sitzt auf einem guten Platz, der für jemanden vorgesehen war, der das Brautpaar besser kennt als ihr. Dann müsste euch der Gastgeber vor allen anderen Gästen wegschicken. Ist das nicht super peinlich? Stellt euch hingegen vor, ihr sitzt auf einem schlechten Platz und der Gastgeber kennt euch gut. Dann wird er euch vor allen aufrufen und sagen: Mein Freund, komm doch näher zu mir. Und ihr würdet vor allen geehrt werden. Macht es deshalb so, wenn ihr zum Essen ladet. Ladet nicht reiche und angesehene Leute ein, die euch dann einfach nur ein Essen schuldig sind und euch irgendwann auch einladen werden. Ladet die Armen, die Kranken, die Blinden, die Obdachlosen, die Ausländer ein. Sie können euch nichts für eure Gastfreundschaft zurückgeben, außer ihre Dankbarkeit. Aber ich kann euch versprechen, Gott merkt sich alles und wird euch nach eurem Tod für eure Freundlichkeit und Offenherzigkeit belohnen.